Sie liegen im Verborgenen. Noch immer gibt es viele von ihnen. Seeminen aufzuspüren und zu zerstören, kostet die deutsche Marine Zeit und Aufwand. Das soll sich jetzt ändern. Die Grömitz ist eines von drei Minenjagdbooten, das zu einem Multitool im Minenkampf geworden ist. Von außen sieht man es kaum, aber die Technik in der Operationszentrale ist komplett neu. Also einzigartig macht es, dass wir in der Lage sind, egal wie unter Wasserbedingungen sind, Minenabwehr zu betreiben. Entweder im Bereich Minenjagd oder im Bereich Simulationsräume. Die neue Technik hilft nun dabei, zwei Systeme zu verbinden. Von hier aus kann zum einen der sogenannte Seehund ferngesteuert werden. Dafür wird die Besatzung von Bord des 27 Meter langen Holzbootes geholt. Nun können mit der Überwasserdrohne schnell große Flächen abgesucht und Minen ausgelöst werden, ohne Menschenleben zu gefährden. Der Seehund fährt jetzt seine vorgegebenen Bahnen ab, wo er Minen, die möglicherweise vor Ort sind, zur Umsetzung bringt, um halt den Kanal freizuräumen, damit die Schifffahrt nachher da durchgehen kann. Zudem kann nun ebenfalls eine Unterwasserdrohne, der sogenannte Seefuchs, eingesetzt werden. Mit Sonartechnik identifiziert er Objekte und kann sie gegebenenfalls zerstören. Ich achte im Prinzip darauf, dass wir auch zu dem richtigen Kontakt im Prinzip fahren. Also, da sind ja mehrere Kontakte. Wir haben Nahbereichssonar an der Drohne, die dann auch das Nahbereichssonar detektiert ja auch die verschiedenen Kontakte. Und dann fahren wir im Prinzip dahin, tauchen die Drohne bis zum Grund ab und gucken uns an, was liegt jetzt am Grund da quasi. Was ist das für ein Kontakt? Eine Mine oder vielleicht doch nur ein Stein? Das Material geht abschließend an das Marinekommando nach Rostock. Dort wird jede Mission ausgewertet. Und so entsteht oder ist über die letzten Jahrzehnte ein relativ genaues Bild über die Ostsee, über den Meeresboden entstanden. Und man weiß relativ genau, wo liegen Objekte, die man sich im weiteren Manöver nochmal anschauen muss, die vielleicht gesprengt werden müssen oder sonstiges. So entsteht halt eine komplette Karte mittlerweile. Und noch immer wimmelt es in der Ostsee von Altlasten aus den beiden Weltkriegen. Das betrifft die heimischen Gewässer, das betrifft aber vor allem auch das Baltikum, Lettland, Estland, Litauen. Dort wurde gerade speziell im Zweiten Weltkrieg sehr viel Mineneinsatz betrieben. Und dort haben wir noch unzählige Tausende von Minen auf dem Meeresgrund liegen, die im Rahmen der Manöver und Einsätze dann auch beseitigt werden. Das Minenjagdboot Grömitz wird sich am 16. März bis Juni der Minenabwehrgruppe der NATO anschließen. Dort soll das neue System dann weiter getestet werden.